Wenn es wahr ist, dass Inhalt in Form fließt, und wenn es wahr ist, dass Inhalt zweiter und vierter Quadrant ist und Form erster und dritter Quadrant, dann kann das nur folgendermaßen funktionieren. Die Seele kann nur Form im Körperlichen annehmen und im Geistigen. Man kann also der Seele in einer körperlichen Weise oder in einer geistigen Weise Ausdruck geben. Wir werden es nachher überprüfen, ob das denn stimmt. Wir werden mal versuchen, Beispiele dafür zu finden. Genauso kann das Metaphysische Inhalt, das Metaphysische in Form eines Gedanken auftauchen, aber auch in körperlicher Form. Wir müssen es jetzt mal überprüfen, ob das stimmt. Fakt bleibt aber, dass Inhalt immer in Form fließt. Entweder so oder so. Inhalt in Form. Nicht Form nach Inhalt. Diese Fließrichtung gibt es nicht. Also du gießt ja auch nicht deine Tasse in das Getränk, also in die Flüssigkeit. Das gibt es nicht. Noch nicht. Wir könnten jetzt Folgendes fragen. Also wir können jetzt irgendeins dieser Fließrichtungen nehmen und uns fragen, wie sieht das denn aus, wenn der Inhalt Seele die Form des Körperlichen annimmt? Ausdruckstanz, Malerei, alle Künste vielleicht gehören da rein. Töpfern, Malen, Musizieren. Okay, also in dem Sinne, dass die Seele in der Lage ist, sich über einen körperlichen Vorgang, zum Beispiel tanzen, da bewegt sich ja der Körper, sich Ausdruck zu verleihen. Genau. Das wäre so die hübsche Variante, ja. Die ganz simple und hübsche Variante, mit der wir in Astrologie oder in Beratung oft zu tun haben, ist eine körperliche Erkrankung. Was ist deshalb eine körperliche Erkrankung? Der Ausdruck eines seelischen, ungelösten Problems. Die Krankheit ist eine Form des Inhalts, des seelischen Inhalts. So. Das ist ja leicht nachvollziehbar. Ne? Also insofern stimmt schon mal. Ja. So. Das ist eine Variante, wie man erklären kann, dass Seele Form annimmt. Und zwar im körperlichen, materiellen, physischen Sinne. So. Wie ist es denn zu verstehen, wenn die Seele, also wir gehen jetzt mal von der Seele zum Beispiel aus. Was heißt jetzt hier Seele? Die Form von einem Gedanken an, weil Gedanke kann man jetzt als Begriff für Geist nehmen, ja, ist ein bisschen griffiger. Wie kann das denn sein? Im positiven Sinne Gedichte, Lyrik, alles, was man eben erst denkt und von mir aus dann auch niederschreibt. Genau, auch, weil es nimmt ja dann Form an. Ja, auch Geisteskrankheiten, genau. Wenn wir bei Kabel Erwartungen sind, dann sind das eher Wahnvorstellungen. Ja, genau. Ja, zum Beispiel nicht, also im negativen Sinn, ja klar. Mhm. Allein der Inhalt lautet Liebe. Und der nimmt Form eines Gedankens an, indem man sagt, oh, ich denke, die liebe ich. Und dann sagt man es vielleicht auch, diese seelische Regung Form angenommen. Folgendes. Also wir können das jetzt hier unendlich lange weiterführen, das könnte man machen bis heute Abend, ja? Um hier Beispiele ohne Ende zu finden. Und ihr würdet wahrscheinlich feststellen, hey, das stimmt. Okay, stimmt, es stimmt. Wir haben kein Gegenbeispiel gefunden. Das Wesentliche ist, dass wenn es Form nicht gäbe, also als Prinzip, als Leben, ja, dann, also das, so, es wäre, es gäbe vielleicht Tisch, aber es gäbe keine Form, die das, was Tisch sein soll, haben. Ja? So. Wenn es also Form nicht gäbe,
sichtbar sein können. C.G. Jung, den ich ja nach wie vor sehr bewundere, hat mal gesagt, und ich sage das jetzt in einem von mir auch ein bisschen auf Astrologie umgebauten Sinne, aber sinngemäß ist es genau das Gleiche, hat mal gesagt, Archetypen, das ist ja ein Begriff, der auf ihn zurückgeht, um zu erklären, was Archetypen sind. Archetypen haben keine Form. Archetypen sind Wesenheiten, sind Inhalte. Inhalte sind Wesenheiten. Archetypen haben keine Form. Aber sie können eine Form annehmen. Sagen wir auch gerade. Im Grunde genommen bin ich gerade dabei, so zu tun, als wenn zweiter und vierter Quadrant Archetypen wären, und das sind sie im Kern ihres Wesens auch. Sie können aber Form annehmen. Und Jung hat gesagt, der Archetyp nimmt Form an als Symbol. Ein Symbol steht für etwas. Ein Symbol ist die Form, die ein Archetyp angenommen hat, um sichtbar zu werden. Der Archetyp, den könnte man jetzt mal auf einer relativ profanen Ebene, damit es hier schneller verständlich wird, zum Beispiel verstehen als eine grundsätzliche Information, die als solche vorhanden ist. Aber wenn sie nur als solche vorhanden ist, also nur als Inhalt und noch keine Form hat, dann kann diese Information nicht wahrgenommen werden. Weil wir Menschen, bleiben wir mal bei den Menschen, Dinge wahrnehmen über Formen. Das ist die leichteste Möglichkeit, Dinge wahrzunehmen. Und da hat Jung gesagt, ein Archetyp kann in eine Form fließen. Und diese Form nennt er Symbol. Und es gibt in der Welt unendlich viele Symbole. Symbole, die sich der Mensch ausgedacht hat, die aber trotzdem eine Information transportieren, und Symbole, die sich der Mensch nicht ausgedacht hat. Zum Beispiel gibt es ein ganz simples Beispiel, das Symbol, Ampel ist rot. Rote Ampel ist ein Symbol. Verkehrsschilder sind Symbole. Rote Ampel transportiert die Information, stehen bleiben. Darauf hat man sich geeinigt. Man könnte hier zu weit gehen, im jungschen Sinne zu sagen, stehen bleiben ist der Archetyp, der in die Form roter Ampel fließt. Symbol. Das ist richtig. Also so hat Jung das natürlich nicht gesagt, aber das ist trotzdem richtig. Über diese Symbolforschung bei den Jungianern, das machen die seit Jahrzehnten. Und die sagen halt auch, dass Symbole sich im Laufe der Zeit, je nach Kultur und so weiter, auch verändern und ganz doll detaillieren und so. Letztlich ist eine rote Ampel ein Symbol für die Information, für den Archetyp, stehen bleiben. Unterscheiden die nicht trotzdem noch Symbol und Zeichen und Ideogramme und so weiter und so okay. Weil das Zeichen ist eindeutig. Okay. Und das Symbol ist nicht unbedingt eindeutig, sondern mehrdeutig. Okay, ich greife das gerne auf. Ich wollte da jetzt nicht weiter in diese Gedanken eintauchen, aber das bedeutet ja auch nichts weiter, dass eine Form, also ein Symbol, ich bin gerade dabei, Form und Symbol gleichzusetzen, dass eine Form auch niemals eindeutig ist. Kommt auf den Betrachtungsstandpunkt an. Von dir aus gesehen hat der Tisch eine andere Form. Von mir aus auch eine andere. Das ist Frage des Standpunkts. Das heißt, jetzt machen wir mal hier weiter. Ja? Also ich tue jetzt mal so, als wenn er das erstmal so weit akzeptiert. Jetzt machen wir mal kurz weiter. Weil, wenn es so ist, dass die Form vom Betrachtungsstandpunkt zum Beispiel abhängt, dann bedeutet das,
dass Formen an sich, und das wird jetzt sofort verallgemeinert von mir, dass Formen an sich veränderbar sind. Mhm. Ich brauche ja bloß mittags auf den Tisch schauen, dann hat sich die Form verändert. Mhm. Und selbst wenn ich das nicht tue, in 300 Jahren ist der Tisch nicht mehr so, wie er da steht. Der ist verfallen. Die Welt in der sichtbaren Form ist ständig in Veränderung. Alles fließt. So. Formen verändern sich. Das Körperliche und das Geistige verändert sich. Das ist die zwingende Schlussfolgerung. Geist ist etwas Veränderliches. Und wenn das so ist und wir bei den Dualitäten bleiben, muss das bedeuten, dass das, was wir unsere Seele verstehen, und unter Metaphysis, also unter Inhalt verstehen, dass das unveränderlich ist. Nehmen wir mal Seele. Und nehmen wir mal innerhalb der Seele das Fühlen. Wenn ein Gefühl vorhanden ist, ich sage jetzt noch nicht, dass es in eine Form gekommen ist, ja, das, wenn ein Gefühl vorhanden ist, ich meine, das ist jetzt eine schwierige Frage, ich weiß ja, aber wenn ein Gefühl vorhanden ist, können wir es ändern? Nee. Ja, das bezieht sich ja auf die wesenshafte Qualität des Gefühls, ne? Und die ist immer gleich. Nee, wir können die Form oder die Ausdruck. Ja, gut, das ist ja da, das Raum geht jetzt nicht. Ich kann ja meine Einstellung ändern und dann habe ich vielleicht ein anderes Gefühl oder so. Ja, aber dann ist es wieder einfach. Aber das, darum geht es ja jetzt gar nicht. Nee, Antwort ist nein. Das Gefühl an sich, also als eine Möglichkeit der Seele, ja, die kann ja fühlen. Ist das etwas Änderbares oder nicht? Ich meine, ich könnte ja auch fragen, oder ihr könnt euch ja auch fragen, ist das, was man unter Seele irgendwie versucht zu verstehen, ist das änderbar? Es kommt ja noch hinzu, dass wenn wir über den Inhalt nachdenken, also über 2. und 4. Quadrant, über Seele und Metaphysis, können wir da überhaupt nachdenken drüber? An sich nicht. Denn so wie wir das tun, bringen wir es in eine Form. Wir bringen es in eine Form. Die Form kommt zum Inhalt. Das geht aber nicht. Der Inhalt fließt immer in die Form. Das geht. Aber im Grunde genommen ist jedes Wort Form. Wort, Form, Geist, 3. Quadrant. Falsch. Wenn wir über Seele oder Metaphysis reden. Weil das, was wir reden, ist nur die Form, die wir meinen, dem Inhalt überstülpen zu können. Der Inhalt ist etwas anderes. Er ist nicht aussprechbar. Deshalb diese wunderbare Geschichte von dem Zen-Mönch gestern. Der hat nichts. Und damit hat er alles gezeigt, was es ist. Hätte er ein einziger Silbe gesagt, hätte sich der Inhalt sofort zurückgezogen. Hätte er seinen Auftritt ad absurdum geführt. Ja. Genau. Aber das bestätigt ja auch nochmal, dass das was Unbegrenztes ist. Der 2. und 4. Quadrant. Unbegrenzt. Denn sobald ich ja irgendetwas dazu sage oder es in irgendeine Form bringe, kann das ja nur ein winziger Teil des Ganzen eventuell sein und dann auch nur aus meiner Sicht ein winziger Teil und nicht aus der Sicht einer anderen Person oder so. Also es funktioniert eigentlich gar nicht. Unaussprechlich. Das ist aber harter Tobak, nicht wahr? Ach nee, wir sind ja erst am Anfang. Wenn der Buddha von den Schülern gefragt wird, du hast doch Erleuchtung erlangt, wie kann ich das denn schaffen? Dann sagt der Buddha immer, keine Ahnung. Weil würde er etwas in Worte fassen, was ohnehin nicht in Worte zu fassen ist, weil es nur eine Erfahrung ist, die man selber machen kann, nur man selber.
wenn es in Worte gefasst werden könnte, und dann auch in Worte, die gar nicht diese Person betreffen, die das gerade fragt, sondern den Buddha selber, der kann natürlich etwas darüber erzählen, wenn er wollte, wie das denn ist, erleuchtet zu sein oder zu werden gerade. Könnte er ja tun, hat er ja nie getan. Dann ist es aber er und nicht der andere. Und er sagt ja nie etwas dazu. Er sagt, weiß ich nicht. Und ich habe gestern die Geschichte erzählt von Siddhartha, wo er dem Buddha versucht, einen Fehler nachzuweisen. Da ging es nämlich genau auch darum, dass der Siddhartha so klug einen Fehler in der Lehre gefunden hat. Und das hat er natürlich im geistigen Sinne hervorragend, logisch. Tolle Argumentationskette. 1+. Hat er das hingelegt. Und da würde auch jeder, der das von euch nachliest, nicht denken, oh, was sagt denn jetzt der Buddha? Das ist ja wirklich, das ist ja ein Ding, das stimmt. Da ging es nämlich im Grunde genommen darum, dass aus der Sicht vom Siddhartha in der buddhistischen Lehre eine Anweisung fehlt, wie man erleuchtet wird. Aber wenn es sowas wie Erleuchtung gibt, 4. Quadrant, dann kann es unmöglich eine Anweisung dafür geben. Es ist gar nicht kompliziert. Man muss sich das nur mal klar machen. Wenn man über Dinge wirklich mit klarem Geist oder klaren Gedanken im Sinne des 3. Quadranten überhaupt nachdenkt. Es gibt Dinge, die können zwar ausgesprochen werden, aber wenn sie eigentlich nicht aussprechbar sind, dann redet man nur Unsinn.